I do not wish to anybody to see the horrors of war. Ich wünsche niemandem, die Schrecken des Krieges zu erleben, die ich gesehen habe. Noch immer spüre ich, dass die Folgen des Krieges eine Katastrophe sind. Nicht nur für das Land, das im Krieg ist, sondern für die ganze Menschheit. Wir gehören alle zusammen. Wir alle sind Teil voneinander. Arabische Geographen nannten im Mittelalter dieses Land, das über lange Zeit ein Schmelztiegel zwischen Arabern des Nordens und Afrikanern des Südens war, Bilad, das Land der Schwarzen. Als das größte Land Afrikas hat der Sudan geografisch und klimatisch eine eher unbeugsame Landschaft. Sie lässt sich in drei Regionen einteilen: in die Felswüste der Sahara im Norden, in die hügelige Steppe des Zentralsudan und im Süden in Sümpfe und Regenwälder. Die ersten Einwohner kann man auf afrikanische Stämme zurückführen, die im Tal um den ersten Nilwasserfall wohnten. In der Römerzeit bewohnten Nomaden dieses Territorium. Ihre Religion war eine Mischung aus ägyptischen, römischen und heidnischen Elementen. Später entstanden im Norden des Sudan drei Königreiche. Diese wurden in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts durch Missionare christianisiert. Und zwar durch Missionare des byzantinischen Kaisers Justinian und seiner Frau Theodora. An der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert vereinten sich diese drei Königreiche zu einem starken christlichen Land, das als nubisches Königreich bekannt war. Die neue Religion wurde scheinbar mit Begeisterung aufgenommen. Entlang des Nils entstanden christliche Kirchen und ehemalige Heidentempel wurden zu Kirchen umgebaut, um die steigende Zahl der Christen unterzubringen. Archäologische Stätten lassen darauf schließen, dass es in Faraz bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine christliche Kirche gab. Das Königreich Nubien war gut organisiert. Die Kirche spielte eine wichtige Rolle für Traditionen und die Sprache. Archäologische Funde von Inschriften und Freskos lassen wenig Zweifel daran, dass Nubien der christlichen Tradition von Byzanz treu blieb und bis heute sein kultureller Ausläufer ist.
Nubien war ein gut regiertes, reiches und christliches Land, das eine gleichberechtigte Stellung mit dem muslimischen Ägypten hatte. Im 13. Jahrhundert jedoch begann eine Christenverfolgung. Nubien wurde von Saladin erobert und danach viele Bischöfe gefoltert und ermordet. Kirchen wurden in Moscheen umgewandelt. Obwohl die muslimische Präsenz nun stärker wurde, war es mit dem Christentum noch nicht zu Ende. Christen gab es sicher noch lange nach der Zerschlagung des Königreiches, vor allem in ländlichen Gegenden. Es gibt Beweise, dass es Christen noch im 14. Jahrhundert gegeben haben muss, an manchen Orten sogar im 15. Jahrhundert. Wann das Christentum schließlich aus Nubien verschwand, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich im 16. Jahrhundert. Okay. 1820 wurde der Sudan durch den ägyptischen Vizekönig Muhammad Ali zurückerobert. Dadurch konnte die katholische Kirche wieder aufblühen. Ungeachtet der Vorherrschaft des Islam wurden in Khartoum in den folgenden 20 Jahren Klöster und katholische Kliniken gegründet. Pater Daniel Comboni errichtete Missionsstationen am Nil entlang, von Khartoum bis in den Süden des Sudan. Taufen und Bekehrungen nahmen zu, ebenso die Zahl der katholischen Krankenhäuser, Schulen und Seminare. Über 100 Jahre später, 1956, wurde der Sudan unabhängig, aber nur für kurze Zeit. Mit einem Staatsstreich 2 Jahre später wechselte der Sudan zu einem totalitären System. Damit begann wieder ein dunkles Kapitel für das Christentum. Im Namen der Einheit führte die Armee Maßnahmen zur Verbreitung des Islam und des Arabischen ein. Der Unterrichtslehrplan wechselte vom englischsprachigen der christlichen Missionare zu einem arabischen mit islamischer Ausrichtung. Schließlich wurden die ausländischen christlichen Missionare des Landes verwiesen. Als Briten und Ägypter das Land verlassen hatten, übernahm die Regierung 1957 die Leitung der Schulen. Der Kirche ließ man ein Seminar zur Ausbildung von Priestern und ein Zentrum für Katecheten. Das war alles. Eines Morgens umstellten sie die Mission mit schwerem Geschütz, das in vier Richtungen zeigte: nach Norden, Süden, Osten und Westen. Sie feuerten los wie kleine Kinder, die Spiele spielten. Die ganze Mission war in Rauch gehüllt.